Was glauben Sie, liebe Zuschauer, wie viele Sprachen gibt es auf der Welt? Glaubt man der Bibel, soll es bis zum Turmbau von Babel nur eine einzige Sprache gegeben haben und alle Menschen konnten die verstehen. Aber wie soll diese Sprache beschaffen gewesen sein? Welche Eigenschaften hatten sie, damit sie wirklich alle Menschen verstehen konnten? Eine Frage, die nicht nur mich fasziniert, sondern auch meinen heutigen Talkgast. Hallo Bernd Laudenbach. Hallo Herr Fleischer, ich grüße Sie. Hallo. Der Turmbau zu Babel spielt eine wichtige Rolle bei dem, was Sie erfunden haben. Es ist ein Kommunikationswerkzeug für die Gesundheit, ganz grob gesagt. Ja? Aber bevor wir dazu kommen, wie war das mit diesem Turmbau zu Babel? Gut, das war eine Geschichte, da war ich 9 Jahre alt. Ich war Katholik, sage ich jetzt mal. Und wir hatten den Unterricht, den Religionsunterricht, wurden vorbereitet auf die erste Heilige Kommunion, wie das alles so schön damals war. Und Religionslehrer, unser Dorfpfarrer, erklärte damals eben, dass die Menschen damals wollten sein wie Gott. Und der liebe Gott, soweit ich mich noch an diese Bibelstelle einigermaßen erinnern kann, der wollte nicht, dass die Menschen so werden wie Gott. Und so hat er ihre Sprachen vervielfältigt. Sie konnten sich nicht mehr untereinander verständigen. Ich sagte nur zu meinem Banknachbarn, siehst du, wegen dem Knallkopf müssen wir jetzt Englisch, Französisch, alles lernen. Das war damals so im Kommen. Gesagt, getan, ich hatte es ausgesprochen und damals war das eben noch so, da hat man gleich eine ordentliche Schelle bekommen. Ich floh von der Bank und dachte so bei mir, da muss was hinten dran sein. Ich war also nicht von der Seite, die gleich geweint hat, sondern nur meinen Mund abgewischt, Zähne wieder eingesammelt, also so grob war es jetzt wirklich nicht, aber es hat mir zu denken gegeben, bei so einer Aussage jetzt so massiv attackiert zu werden vom Religionslehrer. Das hat mich dazu geführt, mich damit zu befassen. Und ich glaube, dass Kinder viel freier an solche Themen, vom Gedankengut her, freier an solche Themen herangehen. Und ich wollte diese Sprache trotzdem sprechen können. Diese Sprache, die angeblich alle Menschen vereinigt hat oder gleichsam gesprochen haben. Das hat dann letztendlich dazu geführt, das ist meine Einschätzung dieser Methode, Covimax-Methode, dass ich sie irgendwann bekam. Ja, das ist ja auch eine ziemlich interessante Geschichte, wie Sie drüber gestolpert sind, ja? Ja. Wie sind Sie drüber gestolpert? Also gestolpert nicht, ich würde mal sagen, im tiefsten Tiefschlaf. Ich war damals um die 38, 39 Jahre alt, lieg nachts im Bett und hatte jetzt mit dem, was ich gleich erklären werde, eigentlich so überhaupt nichts am Hut. Mich hat also jetzt, sage ich jetzt mal vorsichtig, Esoterik oder solche Themen überhaupt nicht interessiert. Ich war damals ausgebildet in Sportbiomechanik von einem russischen Wissenschaftler, von Professor Nazarov. Bei oder über diese Methode hatte ich an für sich so meine gute tägliche Arbeit, hatte sehr viele Sportler, kranke Leute und alles Mögliche. Zu der Zeit dann, sage ich jetzt mal, liege ich neben meiner Frau im Ehebett. Und das Nächste, was passierte dann, wo ich eigentlich wach wurde, war, dass ich mit dem Hintern oben an der Zimmerdecke klebte und schaute runter auf meinen Körper und dachte, was ist jetzt los? Weil das war realer wie real. Also das hat sich tatsächlich so abgespielt. Ich sah meine Frau, sah meinen eigenen Körper. Das hat sich vielleicht 1, 2, 3 Sekunden höchstens abgespielt. Und ich dachte, jetzt bist du gestorben. So muss das sein, wenn du jetzt tot bist. War aber alles sehr, sehr real. Ich möchte sagen, eigentlich realer, als wie wir jetzt hier sitzen. Im nächsten Moment wurde ich durch einen ewig langen Korridor oder wie ein beleuchteter Kamin gezogen, der aber wie kurvig war und knallte dann wiederum, ich kann nicht sagen, wie lang das dauerte, knallte ich mit dem Rücken in den Wüstenboden rein. Ja, und da lag ich nur und da dachte ich, was passiert jetzt? Ich habe gedacht eigentlich, wie ein Mensch, was passiert, was soll das jetzt, das Ganze? Dann kamen 2 dunkelhäutige Menschen auf mich zu, ganz weit vom Horizont her. Und diese 2 Dunkelhäutigen konnte ich dann, sage ich jetzt mal, anhand ihrer Silhouetten erkennen. Das waren Aborigines, sagen wir dazu. Diese beiden Männer beugten sich oder knieten sich dann neben mich hin und holten so kleine, wie so Knöckelchen, so kleine Stifte raus und begannen, der eine rechts, der eine links, Zeichen in meine Beine reinzuritzen. Da floss viel Blut. Hat das wehgetan? Haben Sie Schmerzen gespürt? Also ich würde mal sagen, ich habe es gespürt. Aber es war in dem Sinne nicht Schmerz. Diese beiden summten irgendwie etwas. Sie schauten mich an. Und ich will nicht sagen, dass ich Angst gehabt hätte, aber das war ein sehr tiefer Respekt, den ich fühlte, der von ihnen auf mich überging. Und wo ich auch sagen kann, mein Gott, was passiert da? Ich hatte dann, sag ich jetzt mal, den vermeintlichen Tod oder das Sterben dann vergessen. Der Vorgang, würde ich jetzt mal sagen, der dauerte
vom Zeitempfinden her vielleicht 20 Minuten, vielleicht 30 Minuten. Und dann standen die wortlos auf, kehrten mir den Rücken zu und verschwanden wieder am Horizont, wo sie herkamen. In dem Moment war es so, als wäre der ganze Vorgang rückwärts durchgelaufen. Ich kam wieder durch diesen beleuchteten, so nenne ich es jetzt mal, beleuchteten Kaminschlot und krachte in den Körper rein. Wobei dieses in den Körper reinkrachen schon sonderbar war. Das war so, als würden 1000 Orchester oder Trommeln plötzlich das Spielen anfangen. Und ich sah meinen Körper, wenn ich das so beschreiben kann, so aus 200-300 Meter sah ich durchs Haus durch, wie ich dann in diesen Körper reinkrachte und war dann plötzlich drin. Und der erste Gedanke, was ich hatte, war, was war das jetzt? War das ein Albtraum? Ich hatte noch nie einen Albtraum gehabt, ich kenne mich damit nicht aus. Muss wohl sowas gewesen sein. Ich weckte meine Frau und fragte, ob ein Erdbeben war oder sonst was. Und sagt sie, du hast doch gar nichts gesoffen gestern Abend, ist doch alles okay. Gut, ich habe gern Bier getrunken, kein Thema. Und dann war das für mich vergessen. Ich habe das Ganze wirklich sehr schnell dann abgehakt. Das war strange, würde ich sagen. Aber es war schon anders wie jeder andere Traum und Nacht. Die nächste Nacht darauf ist nichts passiert. Die übernächste Nacht, der gleiche Vorgang genauso wieder. Ich hatte dann bei dem übernächsten Vorgang, der sich genauso abspielt, ich muss nicht mehr einzeln erzählen, der lief so ab wie vorher auch, hatte ich dann nur das Empfinden, mein Gott, was oder wer hat die Macht, mich aus dem Körper rauszuholen und solche Dinge mit mir zu tun. Das war mein erster Gedanke. Ich überlegte also sehr vom Kopf her. Ich hatte dann keine Angst mehr und ließ das Ganze über mich geschehen. Ich krachte wieder in den Körper rein. Die darauffolgende Nacht wieder nichts. Und in der fünften Nacht dann kam das Ganze zum Ende. Es war das gleiche Prozedere. Die Jungs pinselten mit ihren Knochen in meine Haut rein, verschwanden wieder und ich krachte, sage ich jetzt mal, wieder in den Körper rein. Und wachte natürlich wieder auf und habe mir so meine Gedanken gemacht. Also es war für mich nach dem dritten Mal sogar dann richtig beängstigend, wo ich dachte, wenn das jetzt so weitergeht, was sollen jetzt die nächsten Nächte bringen? Es hat nichts mehr gebracht. Erst nach 15 Monaten kam ich auf die Idee, was war das jetzt alles? Interessanterweise waren diese Zeichen, so nenne ich sie jetzt mal, waren die mir von der Reihenfolge her genau im Kopf hängen geblieben. Ich wusste genau noch, wo sie wie was reingemalt hatten und brachte die dann mal so einfach zu Papier und dachte mir so im ersten Moment, mein Gott, ist es das vielleicht, was ich jetzt seit meinem 9. Lebensjahr suche? Ich war damals knapp 40 und dachte, ist es vielleicht die Sprache, die ich dann suche? Und das hat dann dazu geführt, dass ich eine Patientin hatte. Ich hatte nebenbei mit einer sogenannten Reif-Methode, Royal-Reif-Methode, die hatte ich in Amerika kennengelernt, 96, 97 war ich da auch ein paar Jahre am Arbeiten, brachte die Methode mit nach Hause dann, habe da hier zum Teil Patienten mit behandelt, da wird über Frequenzgeneratoren gearbeitet und nahm dann Buchstaben, die ich gleichsetzen konnte mit diesen Zeichen oder Zahlen, schrieb die auf ein Blatt drauf und hatte eine Dame gehabt, eine junge Dame, kann mich noch gut daran entsinnen, die hatte eine totale Darmverpilzung gehabt und legte ihr den Zettel dann auf, wo ich eh wusste, sie reagiert auf Darmpilzfrequenzen und habe einfach nur diese Frequenzen auf den Zettel draufgeschrieben, wobei die Frau dann, wie wir das machten, sagte, mein Gott, das wirkt aber extrem viel stärker als vorher, was machst du denn da? Da war ich im ersten Moment ja schockiert und freudig gleichsam, aber ich wusste noch nicht das Ganze einzuordnen. Als nach einem Jahr konnte ich dann erkennen, dass mit diesem System an für sich auch Emotionen anzugehen sind und alles, was jetzt im Moment daraus gefolgt. Da muss ich mal einhaken. Also bis dahin war es ja noch kein System. Ja? Es waren überhaupt ja nicht. Symbole. Sie haben im Traum, im Klartraum oder Wachtraum, oder würden Sie das bezeichnen? Klartraum vielleicht. Symbole. Klartraum, ja. Im Klartraum Symbole gesehen, die Sie aufgezeichnet haben, haben festgestellt, diese Symbole scheinen etwas zu bewirken. Sie haben daraus das System Cobimax entwickelt. Was bedeutet Cobimax? Cobimax ist die Abkürzung für Kommunikationsbiologische Matrix. Kommunikationsbiologische Matrix ist ein Komplex, nun werden sehr viele Spezialisten Pu und Weh und Au rufen, der das Kleinhirn,
meines Erachtens ein wichtiger Sitz des Unterbewusstseins, mit einbezieht, wo wir verbale Sprache völlig anders nutzen. Das heißt, ich bezeichne uns, die Kobimaxer, die ich ausbilde oder die das Ganze über die Internetseite benutzen, diese, sage ich jetzt mal, Kommunikationsform, als Verbaltechniker. Wenn wir uns unterhalten, zumindest wenn Sie zu mir sprechen dann, und dann machen Sie irgendeine Aussage, okay? Sie sagen irgendetwas. Und das kann sein, das kann richtig sein, das kann falsch sein. Wenn jemand spricht, der direkt an das Kleinhirn angeschlossen ist, und ich bezeichne mich jetzt mal so, dann führt das dazu, wenn ich nur das Wort Entzündung ausspreche und hier werden jetzt 100 Leute im Raum versammelt, dann wird deren Kleinhirn sofort gegen Entzündungen vorgehen. So einfach darf ich das mal erklären. Das bedeutet, wir tun oder Leute, die so ausgebildet sind, die haben das Vermögen, die Fähigkeit, das, was ich mittlerweile herausgefunden habe, was bestimmte Naturstämme wie diese Aborigines von Geburt an können, wie es in der westlichen Welt hier bei uns jeder Mensch auch kann, wenn er geboren ist, wird aber die Fähigkeit, mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren, sage ich jetzt mal, wegtrainiert. Die kleinen Kinder wollen so sein wie die großen Menschen und nehmen an und sagen, ja, ich sehe das oder jenes nicht mehr. Und je weniger wir kommunizieren, umso weniger werden die nervalen Verbindungen vom Großhirn zum Kleinhirn oder auch Reptiliengehirn, können wir sagen, umso mehr werden die lahmgelegt. Der Mediziner sagt dazu, die Bahnen atrophieren. Und so haben wir ab dem dritten, vierten Lebensjahr keinen Zugang mehr zum Kleinhirn. Und zum kollektiven Unterbewussten auch. Ja. Sie können das als kollektives Unterbewusstsein nehmen und nennen, da dieses, sage ich jetzt mal, Unterbewusstsein, von dem ich gerade spreche, ein wirklich kollektives ist. Sehen Sie, wir unterscheiden uns jetzt, der Herr Fleisch und der Herr Launbach, nur durch den Inhalt unseres Wachbewusstseins. Neokortex, sagen die Fachleute dazu. Dort ist alles drin, die ganze Summe unserer Lebenserfahrung. Da sitzt der Bernd drin mit allen Summationen, was er je erlebt hatte. Dort sitzt der Robert Fleischer drin, der sitzt dort oben drin. Wir haben aber andere Gehirnteile, wie zum Beispiel das Kleinhirn, welches als Inhalt bei jedem Menschen exakt das Gleiche sind. Als ich herausbekam, dass ich Zugang zum eigenen Unterbewusstsein bekam, erschrak ich erstmal, wie ich plötzlich in jeden anderen Menschen, geschweige denn Tier oder Pflanzen, eindringen konnte. Das heißt, wir sprechen bestimmte Befehle aus, die dann von dem hiesigen, dortigen Bewusstsein dann auch kontrollierend durchgeführt werden. Okay, also Sie können, wie Sie sagen, über das Unterbewusstsein Befehle in einen anderen Menschen hineinbringen. Damit kann man sicherlich auch viel Blödsinn machen. Aber Kobimax ist ja nicht da, um Blödsinn zu machen, ja? Sondern Sie möchten damit die Gesundheit verbessern. Wie genau gehen Sie da vor? Also das Wichtigste ist, wenn wir mit solchen Methoden vorgehen, und ich habe eine schöne Aussage von einigen Ärzten, die meine Seite benutzen, die sagen, das Ding gehört normalerweise waffenscheinpflichtig gemacht. So effizient funktioniert das. Zudem möchte ich gleich Ihnen auch mitteilen, das Kleinhirn ist ein kollektives Bewusstsein und dieses kollektive Bewusstsein tut aus unserer Sicht nicht emotional handeln und denken. Das Kleinhirn oder unser Reptiliengehirn weiß um unsere emotionalen Probleme, die wir haben, aber es würde niemals beispielsweise, wenn mir jetzt Ihre Nase nicht gefallen würde und ich würde Ihnen jetzt, sagen wir mal, 2 Tage Durchfall an den Hals wünschen, das würde es nicht durchziehen, weil es da keinen Sinn, da keinen biologischen Nutzen daraus sieht. Also selbst mit dem größten Willen habe ich versucht, anderen Menschen, sage ich jetzt mal, nichts Schönes beizubringen und habe gesehen, das funktioniert so nicht, weil ihr eigenes Kleinhirn das erst nochmal überprüft, diese Thematik, die eingegeben wird. Und erst nachdem ich das erkannt habe, habe ich es freigegeben, wo ich auch andere Leute mit ausbilde. Es steckt viel Verantwortung dahinter, so etwas freizugeben, aber der Gebraucher kann sicher sein, dass er gegen sich selbst oder andere keinen Schaden herbeiführen kann. Okay, also wie funktioniert Kobimax? Das ist etwas ganz Einfaches. Ich spreche nur etwas aus. Das bedeutet, wenn Sie angeschlossen sind an das Kleinhirnbewusstsein, wird alles, was Sie aussprechen, über das Kleinhirn geleitet und das Kleinhirn besitzt die Fähigkeit, den Körper zu reproduzieren. Und dieser Reproduktionsprozess, der wurde von einigen Quantenphysikern wurde bezeichnet als orchestriertes objektives Reduzieren.
Dieser Reproduktionsprozess, der findet in der Sekunde 42 mal statt. Das heißt, wie ein Film, der ablaufen würde, wo in der Sekunde 42 Einzelbilder aufeinander folgen würde, so reproduziert sich unsere ganze biologische Masse. Und dieses Reproduzieren, was 42 mal stattfindet, ist bei jedem Mal neu, tut das Kleinhirn ein Bild, einen Bauplan vom Großhirn herausnehmen und überprüft, soll das alles noch genauso wieder aufgebaut werden, wie es vorher war, wie das eine 42. Sekunde vorher war, und zieht das so durch. Wenn wir aber jetzt Zugang zum Kleinhirn haben, können wir Veto einlegen. Veto einlegen heißt, wir können jetzt über das Kleinhirn bestimmte Dinge korrigieren lassen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, das ist wie so eine Art Dia, was das Großhirn an die Wand wirft, und dieses Dia enthält sozusagen den Bauplan oder den gesunden Aufbau des Körpers oder den kranken. Mit dem Dia haben Sie mal vorweggegriffen, das ist eine sehr gute Feststellung. Ich sage das immer so, dass unser Stirnlappen hier vorne, das ist die Projektionswand, die Leinwand ist das, und die Dia selber, die ganze Dia-Show, das ist unsere Persönlichkeit. Das Kleinhirn hier hinten drin, das ist die 5 oder 10 oder 20.000 Watt Röhre, die dann das Licht nach vorne wirft. Und sie sagt aber nur, was willst du denn heute sehen? Was wollen wir denn heute haben? Und ich will noch kurz erklären, dass eben für das Kleinhirn andere Zeitgefüge noch da sind. Das bedeutet, jedes Mal, wenn wir eindringen in das Kleinhirn und Befehle aussprechen, sagen wir mal, Sie hätten jetzt ein Magen-Schleimhaut-Geschwür, und ich sage Ursache Magen-Schleimhaut-Geschwür, dann geht Ihr Kleinhirn zurück zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt, wo das Ganze entstanden ist, und korrigiert dort. Das macht 20, 25 Jahre her sein, aber Sie spüren hier Reaktionen. Das bedeutet aber wiederum auch, dass unser Kleinhirn von der Zeit her nicht an unseren linearen Zeitablauf gebunden ist, wie unser Wachbewusstsein agiert. Es agiert von gestern auf heute nach morgen, linearer Zeitablauf. Aber das Kleinhirn kann Zeit modifizieren. So ist Ihre eigene Vergangenheit absolut nicht statisch und steht fest, sondern wir können sie korrigieren. Sie ist nur festgehalten in Ihrem Wachbewusstsein, und dort können wir neue Informationen einsetzen, neue Dias einblenden lassen. Also das wirft ja überhaupt auch die Frage auf, wieso ein Mensch überhaupt krank wird. Liegt es daran, dass das Dia, dass er sich ein falsches Dia projiziert sozusagen? Das ist ein Riesenfass, was Sie da jetzt aufmachen, lieber Herr Fleischer. Kurze, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Das ist etwas, wo ich bei den meisten Fachleute absolut anecke, aber ich möchte es aussprechen. Wir werden krank, weil wir maßlos Emotionen missverstehen und misshandeln. Ganz einfach. Wir Menschen, wir sind so gebaut, dass wir bis zum zarten Alter von 18, 20 Jahren uns entwickeln, voranschreiten, aber wir hören tatsächlich mit der Weiterentwicklung auf, so ab spätestens im 20. Lebensjahr. Und wir sind permanent darum bemüht, uns auf Droge zu halten. Und die Droge heißt ganz einfach Emotion. Nun werden Sie gleich einwerfen wollen, ja, positive Gedanken, ja, negative Gedanken. Da möchte ich sagen, ich halte das alles für Bullshit, sage ich klipp und klar. Denn in dem Moment, wo Sie alte Emotionen hernehmen, und ich habe im Moment interessanterweise viele sogenannte Trainer, die mit ihrer Methode und die gute Emotionen, positive Emotionen verbinden mit einem Bild, was sie in der Zukunft haben wollten. Es geht aber nicht, dass sie ein zukünftiges Bild, was sie anstreben, irgendetwas Neues, irgendetwas Fantastisches, wenn sie das mit alten Emotionen verbinden, dann sagt ihr Kleinhirn, was willst du haben, du Quacksalber? Willst du jetzt das zukünftige Bild haben oder willst du ein altes Bild haben? Denn Emotionen sind nichts anderes als alte Bilder von früher. Wichtig ist, dass wir verstehen, wie werden neue Emotionen gebildet. Und ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, würden wir die nächsten 100 Menschen da draußen reinholen von der Straße, diese Leute haben die letzten 20 Jahre kein einziges neues Gefühl mehr herbeigeholt. Diese alten Gefühle dienen im wahrsten Sinne des Wortes zum größten Teil der Ernährung der Zellen. Das bedeutet also, dass wir süchtig sind nach alten Emotionen. Ich will Ihnen die Emotionen grundsätzlich nicht ganz madig machen, denn auch ich bin ein emotionaler Mensch. Das wäre ja auch traurig, wenn nicht. Das wäre ja mehr wie traurig, um Gottes Willen. Aber so wie wir sie zum größten Teil handhaben, führt das dazu, dass wir Gefühlshormone in dem Maße missbrauchen, dass Gefühlshormone zu Energieatome werden. Gefühlshormone sind aus meiner Sicht da, um eine Zelle und vor allen Dingen die Zellgenetik zu informieren,
was gibt es Neues an äußeren Veränderungen? Im Klartext, geht jedes Bakterium mit seinen Emotionen besser um, effizienter um, als es jeder Mensch macht. Wenn Sie sich in diese Tiere einklicken können, sieht es so aus, dass diese Bakterien, wenn wir jetzt, sagen wir mal, irgendein Antibiotikum einwerfen, dann bilden sie Gefühlshormone. Dessen sind sie fähig. Sie werden mir das nicht abnehmen, völlig egal. Aber sie können das tun. Das führt dazu, dass sie über neue informative Peptide, das sind neue Gefühlshormone, können sie ihre eigene Genetik kontrollieren, was wir auch hier mit dieser Methode machen können. Also Sie können mit CobiMax auf der Gefühlsebene des Menschen eingreifen und damit Veränderungen auf der Zellebene bewirken? Habe ich das richtig verstanden? Das ist vollkommen richtig, ja. Mhm. Das ist das tägliche Brot, was wir machen. Kann meine ketzerische Frage, kann das nicht auch jeder? Kann ich jetzt mir nicht selber auch sagen, ich habe Knieschmerzen, ach, ich bin so glücklich, ich habe doch keine Knieschmerzen oder ich weiß nicht. Was ist jetzt das Besondere da an CobiMax? Ich sage jetzt mal auch sehr ketzerisch, gebe ich zurück. Lieber Fleischer, das ist das Gleiche, als würden Sie beten oder irgendeine Affirmation aussenden. Sie sind aufgrund Ihres Baus, Ihres Gehirns, sind Sie permanent in Ihrer eigenen Vergangenheit drin, weil Sie ständig permanent Ihre eigenen Emotionen wiederholen. Das machen Sie aber nicht jetzt, um emotional gut drauf zu sein, sondern das sind Zellen, die am Abkratzen sind, die sind am Abkacken im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Zellen, die Sie emotional missbraucht haben, die haben sogenannte Messenger-Peptide. Das sind Nachrichten, Eiweißformen, ganz kleine Eiweißformen sind das. Und die werden aus dem Zellkern herausgeschickt in die Blutbahnen, die docken am Stirnlappen an. Und die geben uns Anweisungen, jetzt wütend zu sein, ärgerlich zu sein, cholerisch zu sein, eifersüchtig zu sein, weil die Bildung dieses Gefühlshormons dem Ernähren dient, was eigentlich überhaupt nicht so gedacht war. Aber so ist der Mensch, wenn er mal über 30 Jahre alt ist, ist er von meiner Seite aus total berechenbar. Ich weiß, wie sich jeder Mensch in welcher Situation verhält. Ich bin 2-3 Stunden mit ihm zusammen und kenne ihre Süchte, nach was sie süchtig sind. Wobei diese emotionale Sucht, die vordergründig ist, eigentlich nicht dem emotionalen selber dient, sondern Zellen sind am Absterben und die geben ihre, wie eben schon erwähnt, Messenger-Peptide heraus, um über den Stirnlappen, über den Hypothalamus neue, alte Gefühlshormone bilden zu lassen, die Ernährungsstatus haben. Sonst würden die Zellen untergehen. Aha, also so reproduzieren sich alte Gefühle, sagen Sie. Ja. Okay, gut. Also wie gehen Sie jetzt konkret vor, wenn Sie einen Menschen heilen wollen von einer Sache? Ich sage jetzt mal so, gleich vorneweg. So kurz und greifhaft wie möglich zu formulieren. Ich will nicht zu viel Zeit wegnehmen, lieber Herr Fleischer. Ganz einfach, ich heile nicht. Ich weiß noch nicht mal, was das ist und kann sie nicht beschreiben. Aber ich kann eines tun, ich kann Anweisungen geben, dass das Unterbewusstsein sofort Folge leistet. Das heißt, ich habe frequentalen Zugriff auf das Unterbewusstsein. Spreche jetzt, wenn Sie sagen, Herr Laudenbach, helfen Sie mir von dem und dem. Und dann schreibe ich entweder ein Zettelchen raus, auf das Zettelchen schreibe ich dann drauf, Ursache Magen-Schleimhautentzündung, das schiebe ich Ihnen unter den Ärmel, Sie sitzen da. Wenn Sie so etwas haben, dann sagen Sie, oh weh, was passiert mit meinem Magen? Da geht es richtig holleripolder, da geht die Post ab. Es ist genauso, die Methode wird von meinen ausgebildeten Leuten genauso telefonisch auch wahrgenommen. Das bedeutet, Sie machen einen Termin, Sie sind in Amerika von mir aus. Und Sie fragen um Hilfe, dann telefonieren wir natürlich, haben einen Termin vereinbart. Dann spreche ich nur Ihren Vor- und Zunamen aus. In dem Moment ist dieses System schon bei Ihnen angekommen. Das bedeutet, ich will Ihnen das so erklären, so wie Sie der Sitz für Ihren Körper sind und wie Sie der Sitz jeder einzelnen Zelle ist, und ich denke, Sie wissen, dass jede einzelne Zelle auch ein eigenes Bewusstsein hat, so sieht das Kleinhirnbewusstsein in jedem Menschen, jeden einzelnen Menschen als eine Zelle seines Körpers. Und wir müssen nur noch die Person differenzieren über Vor- und Zunahme und schon ist das Ziel, die Zielperson anvisiert. Und dann? Sie geben einfach einen neuen... Und dann gebe ich irgendein Thema ein, meinetwegen spreche ich da nur im Kopf aus, ja, sagen wir mal, Ursachen machen Schleimhautentzündung oder Zahnschmerzen. Dann ist es so, dass die Thematik von mir hier aus über die Hypophyse weggeschickt wird. Die Hypophyse, erkläre ich meinen Leuten, ist Sende- und Empfangsorgan. Die Hypophyse sendet und tut dort auch wieder empfangen. Das Bild, was zugesandt wird, es geht hier nur um Bilder. Also die gesamte Sprache, so wie wir uns unterhalten beispielsweise, will ich Ihnen das erklären. Ist ein Bild aus dieser universalen Sprache, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben? Ja.
Also Sie vermitteln dann das Bild eines gesunden Organs, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist richtig. Wir können aber auch das Ganze im Schlechten. Wir können Sachen im Pathologischen ansprechen. Wir können Zorn, Hass, Wut einbringen und so weiter und so fort. Aber wir können so oder so ansprechen. Hierbei gibt es das Positive oder Negative nicht. Dieses Gehirn kennt nur eine Korrektur, dieses Kleinhirn. Es kennt aber nicht positiv und negativ. Das sind Erfindungen von uns, das sind Erfindungen von Religionen, die es in der wahren Welt, in der biologischen Welt überhaupt nicht gibt. Gut, also jetzt versuche ich nochmal zusammenzufassen. Sie erzeugen, oder das Kleinhirn erzeugt ein, ist wie ein Dia, das einen auf der Großhirnrinde ein Bild erzeugt. 40 bis 42 Mal pro Sekunde erneuert sich der Körper. Genau. Und Sie schaffen es also mit Copimax sozusagen, ein neues Dia unterzuschmuggeln, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wir sind dann tatsächlich den Gesundheitszustand des Menschen verbessert. Mit dieser Methode ist ein Mensch, der sich damit sofort abgeben kann, fähig in diesen Reproduktionsprozess von biologischer Masse von unserem Körper einzugreifen und einfach neue Bilder ins Gehirn reinschießen zu lassen. Das ist möglich. Was unterscheidet Copimax von herkömmlicher Geistheilung? Puh, gute Frage. Da ich mich so gut wie gar nicht mit anderen Methoden befasse, kann ich jetzt nicht sagen, was andere tun, wie die anderen funktionieren. Ich kann nur sagen, dass viele Leute dies und jenes ausprobiert haben, sehr viele, und sagen, wow, das ist es jetzt. Ja, was gibt es denn für Anwendungsberichte? Die Anwendungsberichte, die laufen von biologischen Problemen, das heißt also gesundheitliche Probleme. Das läuft so weit, dass Leute kommen, Firmen, richtig große Firmen, wo es um Geschäftsabschlüsse geht, wo wir entsprechenden Personen gute Programme einsetzen können. Gut, und haben Sie tatsächlich auch Leuten schon dazu verholfen, dass sie gesünder werden mit Copimax? Das ist eine gute Frage. Ich mache das Ganze jetzt 15 Jahre. Ich habe über 300 Leute ausgebildet und habe nach wie vor den Laden voll, wenn ich das so sagen darf. Und das wäre nicht der Fall, wenn es nicht so wäre. Natürlich sind viele Zweifler da. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde es noch nicht mal gegen Zweifler mich erheben. Ich lasse jedem seine Meinung. Ich mache einfach mein Ding, ziehe es durch. Und würde mal sagen, wenn es so nicht wäre, wie ich das erkläre, würde niemand mehr kommen. Aber da ich einen nicht geringen Prozentsatz an Ärzten, an Mediziner selber habe, die kommen und die das Ganze also nicht nur subjektiv empfinden wie die ganzen Patienten, sondern die dann objektive Messungen machen und die laufen sehr konstruktiv aus, kriege ich gute Feedbacks, da bin ich zufrieden damit. Ja. Welche Möglichkeiten gibt es denn, dass das jetzt auch andere lernen können? Wenn Sie sagen, Lautenbach, ich möchte das können, und dann bilde ich diese Leute in 3 Tagen aus. Sie können das schon ab dem ersten Tag. Es geht laut der Leute, die ich ausgebildet habe, sehr klar und sehr in dem Sinn physikalisch zu. Und sie lernen, Sprache zu nutzen, beispielsweise wie ein Scharfschütze. Das bedeutet, wir haben keine leeren Worthülsen mehr, sondern die Leute sind sich dann dessen bewusst, wenn sie sprechen, ist das nie mehr so wie vorher, sondern dass sie dadurch sofort penetrieren, dass sie biologische Masse penetrieren, korrigieren und so weiter. Wir haben noch die andere Möglichkeit, ich habe mit 2 Kollegen, die ich ausgebildet hatte vor einigen Jahren, die fragte ich vor einem halben Jahr, macht ihr mit, ich mache was Neues, wo diese Methode, die ich jetzt habe, Copimax, für mehr Menschen verfügbar ist, weil viele Leute sagen, dein Lehrgang, der kostet ein paar Tausend, kann ich mir nicht leisten, gibt es das Ganze auch noch einfach, und da habe ich jetzt vor einem halben Jahr mit 2 fähigen Leuten zusammen Connector entwickelt, www.connector.de. Über diese Seite kann jeder Mensch, noch nicht mal muss er dran glauben oder sonst was machen, sich einklicken, durchlesen, dann haben sie sofortigen Zugang zum Kleinhirnbewusstsein. Wenn Sie es richtig verstanden haben, hier geht es nur um Frequenzen, wie verschiedene Gehirnteile mit welchen Frequenzen interagieren. Und wenn man einen Zugang dazu hat, und dann kann man, ich würde mal sagen, schon Welten bewegen und Welten ändern. Also connectdoor.de wird das wohl geschrieben, ja? www.connectdoor mit D-O-O-R, also die Türe.de. Wir blenden das auch nochmal ein. Und Ihre Webseite ist www.copimax.com. So, und ich möchte eigentlich auch noch erwähnen, dass ich hier sitze durch die Heike Karts-Masik, die mir das alles ermöglicht hat, die ganz tolle Dinge tut und solche Methoden, wie ich sie hier anwende, als philosophische Heilweisen massiv unterstützt. Und das ist vielleicht für die Leute, die sich den Beitrag hier anschauen, auch nochmal interessant, sich
damit auseinanderzusetzen, Herr Fleischer. Also Kobi Max, ein Bestandteil des Konzeptes der philosophischen Heilweisen, auch ein interessanter Ansatz, meine Damen und Herren. Sie sehen, es lohnt sich, sich manchmal zu fragen, welche Bilder man ins Innere sendet, und wenn man dann noch Zugang zum eigenen Kleinhirn bekommt, umso besser. Ihnen viel Gesundheit, Ihnen vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Herr Fleischer, ich danke Ihnen. Und ich danke auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.